So, jetzt geht's los. Alle, Anfang ist schwer, aber irgendwann geht das ja los. Ich habe jetzt hier ein Plätzchen gefunden. Jetzt muss ich ein bisschen mit den Aufnahmegeräten aufpassen. Hier alles nicht so leicht. Ich habe hier keine Taschen mehr, die sind voll mit Löchern. Da fällt mir alles durch. Er ist mir hier verrutscht. Kleinen Moment bitte, das geht gleich weiter. So, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Ja, ich habe es wieder in den Garten geschafft. Ist das nicht schön? Und zu verdanken habe ich das definitiv dem Waldbaden. Ich komme gerade aus dem Wald, ist nicht so weit weg. Und da habe ich die nötige Kraft gesammelt. Das war definitiv ein Schlüssel, um jetzt hier sein zu können. Ein anderer Schlüssel war vorab ein Gespräch mit dem lieben Flo. Wir waren ja sehr lange nicht hier. Und jetzt haben wir mal heute diesen schönen Tag auserkoren. Er hat frei. Und ich habe jetzt irgendwie doch die Energien gekriegt, hier ein bisschen was zu machen. Ganz klein aber, weil mein Akku ist bei unter 5%. Ein bisschen was geht, das wird mir auch gut tun. Auf meinen Körper muss ich schon noch ein bisschen aufpassen. Da werde ich mich mit der Zeit auch, ich sag mal, zurückrobben müssen. Ja, aber da bin ich jetzt auf einem guten Weg. Ich habe da so ein paar Sachen, die ich verfolge und andere Sachen, die ich loslasse. Und gerade das Loslassen hat mir wieder einen neuen Raum geschaffen, um hier sein zu können. Ja, gut. Jetzt war ich so lange nicht da. Ist natürlich klar, dass es eine Flut von Aufgaben gibt. Ja, haut die Sonne jetzt ab, ja wahrscheinlich. Eine Flut von Aufgaben. Und gerade dieses Flut von Aufgaben ist so dieses selbst auferlegte Druckmachen, was mir wieder zum Verhängnis wurde. Es ist nicht so, dass der Garten überfordert, sondern eher meine Rübe es schlimm macht. Denn die Dinge sind, wie sie sind. Und wie ihr auch aus Erfahrung kennt, kriege ich das sehr gut hin. Jetzt ja auch schon im fünften Jahr. Und nur gesundheitliche Ausfälle haben dann dazu geführt, dass ich mal nicht hier sein konnte. Und dann natürlich, ja, die Natur wächst, die wartet nicht, die macht dann weiter. Und ich kenne den Stand der Dinge gar nicht. Ich wurde ganz lieb begrüßt, als ich herkam, von einem Vogel, den ich hier noch nicht gesehen habe. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe das jetzt noch nicht weiter recherchiert und werde es bestimmt bis zum Video ausstrahlen noch nicht geschafft haben. Da habe ich ein paar schöne Aufnahmen für euch. Und das hat mir dann auch schon mal ein bisschen Fröhlichkeit in mein Herz geschüttet und auf jeden Fall einen Schritt weiter Richtung Naturverbundenheit. Das hat mir gerade im Wald schon geholfen. Davor ging es mir echt schlecht. Und da habe ich jetzt so den Sprung über den Wald hierher geschafft. Die Energien sind da, sogar um ein Video zu drehen. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man dann so eine schwierige Phase hat, dann auch dann irgendwie wieder auf Kurs zu kommen. Und das, was bei mir ist, ist ja etwas, was sehr authentisch ist. Ich verbieg mich hier nicht. Das ist Lars. Vielleicht nicht 100%. Ich habe auch so meine Problemchen. Und dann kommt man auch mal ins Faseln oder so. Aber ihr erlebt schon sehr viel Lars hier. Und das, was dazugehört, ist auch der Teil, den ich jetzt gerade angesprochen habe und das, was jetzt vor uns liegt. Einfach die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Ja, alles, was jetzt ist, ist ein Können, ein freigestalterischer Raum für mich und für den Flo auch. Ich versuche ihn da auch anzustecken und dass wir von diesem To-Do-Gedanken wegkommen, dieser Liste, diesem... Ich hatte eine Liste mit auf Klemmbrett, so wie beim letzten Mal wollte ich das machen. Das ist eine super Sache, das funktioniert. Aber heute soll es nicht sein. Und ich glaube, heute ist dieses Video mein Klemmbrett mit Liz. Meine Erinnerung, was quasi möglich ist, wo ich irgendwie einsteigen könnte, wo ich mich entfalten könnte. Ja. Irgendeinen Gedanken hatte ich gerade noch. Der ist gerade weg. Der kommt bestimmt gleich wieder. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Genau der Gedanke war, was liegt jetzt in dem Video vor uns? Ich möchte euch zeigen, wie ich die Dinge angehe. Und denke mir, da könnte für euch irgendwie ein Inspiration, Mehrwert drin liegen. Vielleicht habt ihr irgendwo eine Ecke, irgendwelche Sachen, die für euch schwergängig sind, wo es sich nicht rund anfühlt, wo es sich nach Arbeit anfühlt. Und meiner Meinung nach braucht sich der Garten überhaupt nicht nach Arbeit anfühlen. Das haben wir dieses Jahr auch sehr lange so gut hingekriegt. Aber dann gab es ein paar Einschläge und dann reißt das Leben einen dann raus und dann... dann schmeißt man alle Sachen quasi erstmal für eine Zeit lang über Bord, weil halt was anderes anliegt. Und heute hier machen wir ein Können, eine Option, ein Gucken, ein Schauen, was geht. Und wieder Hintergrundgeräusche. Es gibt kein Video mehr ohne Hubschrauber oder Sirenen oder... das gibt's doch nicht.
Ja, geht mir ein bisschen auf den Keks, aber ich versuche das mal auszublenden. Ich mache hier mal so einen Schutzschirm rum. Also, was folgt, ist ein Gartenrundgang. Wir gucken uns den Garten, ganzen Garten an. Ich habe noch nicht geluschert. Ich bin eigentlich straight hierher, da und hier, das war's. Ich weiß nicht, wie es in den Beeten aussieht. Ich weiß nicht, wie es ja überhaupt aussieht, gerade mit so Beikraut. Bewuchs, der das Leben im Bild schwer macht, aber ich denke, ganz viele Sachen werden auch ganz gut sein und ich werde das Positive herauskennen in diesem Video und alles andere kommt in eine Fröhlichkeit, in ein Können, in gute Energien und so wird das Ganze hier auch starten und in keinen anderen Energien werde ich funktionieren. Das hat sich in der Vergangenheit so rauskristallisiert, das andere macht mich krank. Also wenn etwas sich nach Arbeit anfühlt, dann ist das, ich kann das dann nicht. Das macht mich fertig. So, und so ist was Freies, was Gutes und ja, seid gespannt. Alles andere erschließt sich im Video, wovon ich rede. Ne, die Praxis, das Zeigen und direkt dann an der Substanz sein, das zeigt dann auf, was da an Sinn hintersteckt, an tieferen Gedanken. Also seid eingeladen, kommt mit, ein schöner Gartenrundgang und wir gehen Beet für Beet durch oder Ecken für Ecken durch, wo irgendwie was anliegen könnte. Okay, schauen wir mal. So, wir machen das ganz einfach für mich, aber für euch wird es nicht weniger spannend. Ich bin ja mit Mikro unterwegs, vielleicht kann ich auch mal zwischendurch das Handy wegstellen, ein bisschen aus dem Zoom rausgehen, aber wir werden schon einmal richtig schön aus meiner Perspektive alles mitnehmen. Und im Moment sieht das hier echt schön aus, ich mag den Ausblick. Oh, da liegen jede Menge Äpfel. Da ist bestimmt was dabei, was ich noch mitnehmen kann. Schöner Apfel aus dem Garten, der ist super, super lecker. Ich habe doch nach der Sommerzeit noch ein paar Äpfel nachreifen sehen, die in diesen alten, richtig leckeren Geschmack gekommen sind. War super, super lecker. Ansonsten hat das Jahr so mit der Sonne und Wind und alles, das war schon special. Also die Äpfel haben noch nicht ein Jahr so rot ausgesehen. Das gab es vorher nicht. Die sehen eigentlich so gelblich aus und kriegen so einen leichten Orange-Rot-Schimmer. Werdet ihr dann gleich sehen. So, schauen wir uns den Garten an. Also alles so ein bisschen wild. Ich mag wild, gar keine Frage, aber da ich ja hier in einem Schrebergarten vor allem bin, gibt es natürlich jede Menge Dinge, die ganz gern mal in Form gebracht werden könnten. Ja, da muss ich echt aufpassen. Worte können so viel anrichten. Es sind doch alle Kürbisse da. Was ist denn hier los? Okay. Es gab eine Absprache, dass wir uns einen Kürbis teilen und was heißt Absprache? Ja, doch, ja, genau. Und ist wohl noch nicht dazu gekommen. Verwundert mich noch. Also Kürbisse sind reserviert, die werden noch irgendwie in Essen verwandelt. Und ansonsten ist hier gar nicht so viel zu sehen, was man wirklich noch essen kann. Aber trotzdem noch eine ganz schöne Fülle für diese Jahreszeit. Hier haben wir Mangold. Oh, das sind hier richtig alte Blätter, die würde ich jetzt nicht anpacken. Ich würde eher da reingucken. Mann, sieht das schön aus. Riesenapparate. Schön. Und hier ist was in die Blüte geschossen, das sieht nach Brokkoli aus und da wächst tatsächlich noch Brokkoli. Ist es denn wahr? Und hier sind ein bisschen, ja, in dem Fall ist es eine Fliege. Fliegen aktiv? Nee, da ist auch eine Biene unterwegs. Ja, ach, was schön. Also diese Überraschung haben mir schon gefehlt, ne? Und das ist definitiv eine Überraschung. Flo, da war denn Essen auf uns. Ja. Also der Flo, der kommt noch, der ist auf dem Weg zu uns oder setzt sich gleich im Bus, also ich habe die Uhrzeit jetzt nicht im Blick. Wird hier irgendwann erscheinen. Ich bin aber wahrscheinlich jetzt allein im Video und werde das dann nachher relativ spontan beenden. Dann wisst ihr, wenn da so ein schnelles Ende am Ende ist, dann lag es da dran, dass der Flo hier angekommen ist und ich das dann auch damit abschließen möchte. Falls er da irgendwie dann doch noch Bock haben sollte, tagesverfassungsmäßig doch mit einzusteigen, dann wird dann schon noch auftauchen. Aber alles frei, da soll er sich immer frei fühlen, das tut er auch und das respektiere ich. Von den Grenzen her. Deswegen, es wurde schon oft gefragt, ob der Flo mal wieder so, ne? Aber passiert sporadisch, weil wir oft das, was wir tun, halt eben auch achtsam genießen und auch gerne aufgehen. Und wenn dann die Kamera dann rumhopst und ich damit beschäftigt bin, ist auch schön. Aber ist dann eine andere Geschichte. Und deswegen machen wir oft Dinge ohne Kamera zusammen. So war es in der Vergangenheit. Jetzt eine Zeit lang nicht so gewesen, aber könnte ja wieder dazu kommen, wann auch immer. Ja, so, ich guck mal weiter durch. Hier war ja überall Blühwiese, hier stehen noch ein paar Sonnenblumen rum. Das ist gut für den Winter, beziehungsweise es könnte auch schon so sein, dass die freigepickt sind. Ja, das sieht ganz danach aus. Da ist kein Saatgut mehr dran. Da waren die Vögel bei. Lasse ich immer stehen. Ja, können sie sich wegholen. Vielleicht wird das irgendwann mal interessant, hier ein bisschen was abzusäbeln, weil da entsteht Hohlraum. Und da machen sich dann für den Winter Tiere breit.
die dann da überwintern, beziehungsweise generell so das als ihre Behausung wählen. Deswegen Sonnenblumen bitte unbedingt immer stehen lassen. Eine gute Sache. Und im Frühjahr kann man sich die irgendwann schnappen und kann dann, so wie beim Kartoffelbeet zum Beispiel, die Beete ein bisschen aufwerten. Das Ganze wird fluffiger, dient dem Humusaufbau natürlich. Mann, die Sonne, die knallt auch rein wieder. Ja. So, ich schwafe schon wieder zu viel rum. Ich würde mal gerne ein bisschen mehr ins Zeigen kommen und natürlich auch an dem Punkt, an dem wir eigentlich angefangen hatten, denn es ging nicht um den Punkt, sondern um den Punkt dessen, was man hier machen könnte. Also die Vorgehensweise ist hier logisch, also ich sehe das, ne, Sensenzeit, ja, aber das ergibt sich immer, wenn man so nach und nach Sachen angeht, die man schön macht, dann kriegt man von ganz alleine Lust, an solche Sachen anzugehen. Und das ist dann auch quasi der rote Faden hier hinter. Und hier haben wir noch schön Rosenkohl stehen, der sieht super aus, steht super da. Für mich dient der Rohkösse, ich weiß nicht, was der Flo da nochmal vorhat. Die Blätter übrigens auch wunderbar zum Kochen, verwertbar. Und ich muss sagen, das Beet sieht super aus. Da kann ich mal gleich wieder Erfahrungswerte weitergeben. Wir haben das hier mit Moos gemulcht und nicht wirklich viel machen müssen. Also lange nicht da gewesen, ist nicht dicht gewachsen. Hier sind dann nochmal Zwiebeln durchgekommen, wie es aussieht. Ja, spannend. Die dürfen dann bis zum Frühjahr was werden oder im Frühjahr erst. Den Rest erkenne ich jetzt nicht, ist auch nicht so wichtig. Sieht auf jeden Fall hübsch aus an der einen oder anderen Stelle. Hier haben wir alten Borretsch. Also das ist definitiv ein Gebiet, das würde ich so stehen lassen. Da braucht man sich nicht irgendwie jetzt reinhängen und da was machen, denn der Boden ist geschützt. Da wächst, was da wachsen soll. Und wenn man das jetzt umflücht, dann nimmt man dem Boden den Schutz und vor allen Dingen den Tieren den Lebensraum. Und deswegen, da steht auf jeden Fall drauf, das bleibt so. Bei dem müssen wir auch nichts machen. Müssen. Bin ich schon wieder beim Müssen. Wollen wir zum Können kommen. Also dort, wo wir was machen könnten, könnten wir nicht irgendwie... Verdammt, gerade war es noch im Kopf. Egal, lass ich mal so sein. Jede Menge Kapuzinerkresse noch am Wachsen. Wunderschön. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn da irgendwie noch Möhrchenmäßig oder Radieschenmäßig was zu finden wäre. Bei den Möhrchen ist es aber so, die können da gerne noch drin bleiben, weil die halten auch bis zum Frühjahr. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Geschmack sich dann ein bisschen ins Süßliche verändert. Ein sehr, sehr leckerer Geschmack. Kann man richtig schön annehmen. Also, das Beet ist soweit fertig. Hier vorne, das war ja Blühwiese, ist soweit auch noch recht verwachsen. Das können wir auch so lassen. Hier ist aber tatsächlich jede Menge Queck unterwegs. Da könnte man einen Teil wegnehmen. Aber ist jetzt kein Muss. Sensen. Das ist Flo's Beet. Mann, das sieht ja toll aus hier. Da ist noch eine Chance auf ein Fenchel. Das wird eng. Ich glaube, den haben wir auch zu spät rausgekriegt. Aber muss ja nicht schlecht sein. Das ist ja verwertbar. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und dann haben wir hier noch Sellerie. Welcher der Selleries das war, das weiß ich nicht mehr. Ich habe die nicht mehr auf dem Schirm. Aber definitiv beide Selleriearten, die wir hatten, sehr, sehr lecker. Hier haben wir noch Chili. Ich weiß nicht, hat er die geerntet? Hat er die mitgenommen? Das kann er mir dann nachher irgendwie nochmal erzählen. Ja, und hier super spannend, komplett weggegangen und ich entdecke gerade noch was sehr Spannendes für meinen anderen Kanal. Aber so ein bisschen auch hier. Also hier wächst auf jeden Fall der Rhabarber, nichts mehr zu sehen, er hat sich zurückgezogen. Der kommt dann irgendwann im Frühjahr wieder und dann hat man eine gewisse Zeit dann auf jeden Fall sehr viel Ernte. Da haben wir uns dieses Jahr gut dran bedient, war eine gute Sache. Ich habe hier einen Pilz entdeckt, ich weiß nicht, was da wächst. Oh, der ist sogar fester ein bisschen. Hat er Lamellen? Ja, fühlt sich nach Lamellen an. Ich habe noch den Kanal der Waldschrat und da finden auch Pilzvideos rein. Ein Element des Ganzen. Ja, und hier ist so ein Bereich, das lässt man alles. Das sind dann so Sachen fürs Frühjahr. Da ist ja überall Minze drin, wächst da irgendwie ein bisschen Gräsern und ja, verteilt sich, macht sich breit. Ja, dieses Jahr haben wir das in Ruhe gelassen. Das wäre auf jeden Fall etwas, was ein bisschen Liebe dieses Jahr gebrauchen könnte. Aber wächst auf jeden Fall von allein und für die Tiere auf jeden Fall ein Fest. Ja. So, und hier haben wir halt noch ein paar andere Pflänzchen. Man sieht auch, hier ist noch Brennnessel zwischen. Das sind so Sachen, die sollten eigentlich raus. Hier zwischen sind auch noch Erdbeeren. Die könnte man jetzt im Herbst wunderbar noch irgendwie verteilen. Das ist die beste Zeit, um Erdbeeren irgendwie in den Boden zu kriegen, um dann fürs nächste Jahr ein bisschen, ja, ein kleines Stück vorab schon zu sein und ein bisschen mehr Ernte erwarten zu dürfen, so in der Art.
Ja, wir haben zwar Spätherbst, aber ich denke, das sollte nicht zu spät sein. Ja, die Natur findet ihren Weg. Und es ist wie die anderen Jahre auch. Wow! Wir haben wieder, haben wir sie? Oder, nee, es gibt zwei kleine Tomaten, die durchgekommen sind. Wir haben Anfang November und ich habe noch Tomaten im Garten. Da sind sie und wir hatten ja super, super viel Braunfäule und aufgeplatzte Tomaten, die sind da auch bei. Aber wenn ihr mal guckt, hier, das ist essbar, das sieht gut aus. Ne, könnte ich mitnehmen? Zu erwarten ist geschmacklich jetzt nicht wirklich was. Ne? Das muss ich dazu sagen, das ist halt eine Geschichte. Was weiß ich, auf dem Brot oder so geht das auf jeden Fall klar oder irgendwo reinschnibbeln. Ja, aber so roh essen, einen richtig schönen Geschmack. Oh, zwei Libellen. das kann ich da nicht mehr so empfehlen. Also wer drauf steht, in Wasser zu beißen, gerne. Aber so macht das für mich keinen Sinn. Ich mag es roh köstlich. Ja. Da lasse ich auf jeden Fall noch was mitnehmen. Da werde ich nachher nochmal zugreifen. Und hier zwischen Kapuzinerkresse, ja, Blätter sind ja verwertbar und auch die ganzen Blüten, haben wir hier eigentlich noch so einen Bereich, ja, ich sehe irgendwie gar nichts mehr, außer blühende Radieschen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall jetzt irgendeine Art Bodendecker und hält ein bisschen die Quecke fern. Im Boden könnten noch Radieschen sein, aber da die so hochgeschossen sind, sind die auf jeden Fall im Bereich der Holzigkeit. Hier der Weg ist voll, aber es sind so Sachen, die gehen nachher relativ flott. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Hier super, super viel Kapuzinerkresse. Da vorne ist unser Acker von den Kartoffeln. Das sieht übel aus mit dem Gras. Also das wäre schon etwas, was wichtiger wäre, weil wenn man da jetzt nicht beigeht, dann wird es schwieriger mit dem Beikraut. Ich habe gerade eine spontane Lösung, was ich ja noch nicht so gemacht habe. Man könnte es auch mit Folie abdecken und dann erledigt sich das da drunter von alleine. Hier gibt es auch noch einen Teil Kartoffelernte. Wow, da blüht ja immer noch Borretsch. Gibt es ja gar nicht. Echter Hammer. Hier ist noch jede Menge Gartenmelde, rote. So sieht mittlerweile die Insektentränke aus. Ja, hier vorne Borretsch ist das schön. Kommt der echt noch? Ja. Und hier unter mir ist der ganze Salat noch. Und dann gibt es tatsächlich auch noch. Nee. Na gut. Hier haben wir noch Goldrute. Das ist auch ein Bereich, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe mich für den Überblick entschlossen, gleich im Anschluss nochmal grob rüber zu zeigen in einem Durchlauf. Da und da nochmal so prioritätenmäßig. Um das zusammenzufassen, dann nochmal die einzelnen Sachen. Also das eine, was ein bisschen Priorität hätte wegen Winter und gerade Frühjahr und so, ist es jetzt ein wichtiger denn je, mehr Ernte rauszukriegen. Und ja, da gibt es halt so ein paar Stellen, da kann man, muss man aber nicht. Es geht auch so, aber so ein bisschen was kann man rauskitzeln. Und das soll diesen Winter ein bisschen besser laufen, vorbereitungsmäßig für nächstes Jahr. Wie jetzt gerade beim Kartoffelbeet, die Geschichte, damit da, ja, die Kraft nicht an der Grassode verloren geht, weil es kann echt übel enden. Ich glaube, Flo, du kannst ein Liedchen davon singen. So was von wunderschön. Ich mag das. Also es erdet mich heute richtig, draußen zu sein. Erst im Wald und jetzt hier. Ja, hier hatte sich übrigens eine Lemon Queen breit gemacht. Sie guckt uns auch gerade an, genau in der Mitte. Da auch noch ein bisschen hochgewachsen. Also sie macht sich hier breit. Hier war der Gedanke, das Feld zu vergrößern. Hier ging eigentlich noch so ein Weg durch. Den kann man sich ersparen. Das Feld so groß machen, dass man die Blühwiese erweitert. Also hier heißt es auf jeden Fall komplett mal durchgehen irgendwann. Ja, aber es liegt jetzt nicht in den Prioritäten für den Winter. Ist kein Anbau. Reicht, wenn es irgendwann zur Aussaat der, ja, Blumenwiese oder wie man es nennen möchte, dann geht. Die Wildtomate hat auch durchgehalten. Hier haben wir ein paar Wildtomaten. Thymian sieht richtig gut aus. Wow, der ist richtig gekommen. Da werde ich auf jeden Fall noch ernten. Und dann haben wir hier noch die Sunweaver wieder. Ich habe den Namen gar nicht genannt. Sunweaver, gute Tomate. Ja. Wenn ich mal überlege, die wäre unterm Dach gewesen, hätte das auf jeden Fall noch besser ausgehen können. Guck mal, wir sind hier auch schon rum quasi. Das erste Stück. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Richtung. Und da gibt es ja auch einen Weg. Dem folge ich jetzt. Oh, so ein ganz entspannter Rundgang und ich muss sagen, zeitlich jetzt auch nicht so aufwendig, wie es sonst der Fall war. Aber wer weiß, was noch kommt. Wird sich nachher zeigen in der Gesamtzeit. Aber es wird so frei wie immer.
und wird auch ein gesundes Ende finden. Hier vorne habe ich dann noch einen Kürbis vor der Linse. Dann in der Mitte, das dürfte eine Stockrose sein oder eine Malve, ich weiß es nicht, eher Stockrose wahrscheinlich. Ja, und der Mais, der wurde ja geerntet. Da gibt es ein bisschen was, was wir noch für Saatgut dann sichern konnten. Ja, hier Blühwiese und so, das dann auch wieder zu Blühzeiten. Den Schatten, den lasse ich jetzt mal mit drauf malen. Könnt ihr mir ein bisschen zusehen, wie es hinter der Kamera aussieht, wenn ihr es so im Schatten ableiten könnt. Ja, die Ringelblume trägt sich wieder durch. Eine gelbe, eine orangene. Da haben wir wieder Kapuzinerkresse, das ganze Grün. Also Kapuzinerkresse kann ich empfehlen, zwischen den Tomaten vor allen Dingen. Denn die Tomaten wachsen, man erntet von unten meistens weg. Es wächst wild, das ist ja unterschiedlich von den Pflanzen her und wie ihr das letztendlich da zu Hause macht. Aber wenn die Kapuzinerkresse danach kommt, ist der Boden echt geschürzt. Und was das Beikraut angeht, wenn ich mir das da so angucke, das hält sich auch in Grenzen. Ja, Blühwiese hier vorne, nichts zu machen. Da vorne ist auch erstmal nichts zu machen. Wir haben letztes Jahr doch festgestellt, als das hier alles dann trocken wurde, war das ein guter Mulch. Also das wäre auch noch ein Aspekt, den wir weiter beobachten werden. Also ein guter Mulch oder Bodendecker erstmal und dann Mulch, wenn die Pflanze dann irgendwann auch aufgibt. Hier haben wir noch eine Lemon Queen, hat sich natürlich ausgeblüht. War noch eine sehr schöne lange Zeit. Also ich denke mal, das ist auch noch nicht so lange her, wo die aufgegeben hat. Da vorne wird der Weg irgendwann wieder frei. Bei der Pflanze ging es auch darum, die vielleicht mal umzusiedeln, weil die den Weg dicht macht. Vielleicht ein Stückchen weiter nach rechts. Da wäre das doch schön. Ja, echt schön. Und ich muss auch sagen, die Geschichte hier mit dem Beifuß. Ich wollte ja noch einiges zum Räuchern davon sichern. Und das geht anscheinend auch noch in dem Stadium. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Goldrute ist. Ich wollte ein bisschen was ausprobieren zum Räuchern. Habe ich dieses Jahr auch schon so Stangen gewickelt und ganz, ganz positive Erfahrungen gemacht, auf was das mit mir angestellt hat. Das möchte ich durchaus noch nutzen. Hier steckt noch Potenzial für etwas, was ich machen könnte. Dann nehmen wir mal links uns erstmal das Keyhole-Beet vor. Da haben wir überall noch Kapuzinerkresse, auch wunderbar, wunderschön. Die Brokkoli habe ich euch schon gezeigt und Mangold. Dann haben wir hier immer noch Physalis-Pflänzchen zwischen, die ja auch noch gekappt werden könnten, um sie dann im Blumentopf zu sichern. Der Tipp kam über die Kommentare. Ja, das wäre echt schön, wenn ich das schaffe oder wir das schaffen. Ist aber noch nicht in Stein gemeißelt, dass es dazu kommt. Wie gesagt, wir sind in einer Akzeptanz und daher, wir nehmen an, wie die Dinge sind. Und so nach und nach werden wir gucken, was Sinn macht und was nicht. Guck mal. Brokkoli. Ich glaube, das ist das beste Exemplar bisher. Ein bisschen dürfen wir da, glaube ich, noch erwarten. Können vielleicht mal Dünger kriegen, aber wenn ich mir das so angucke, sieht das gesund grün aus. Ja, und da ist noch jede Menge Mangold. Das ist das Tomatenbeet von der anderen Seite. Kohlrabi hatten wir so ein bisschen verteilt, die sind auch nicht durchgekommen. Die Blüten sind alle auch vom Brokkoli, auch im anderen Beet, Keyhole-Beet. Ja, dann sind wir hier vorne schon rum. So, und wild bleibt's hier. Ah, hier kommt jetzt durch, was durchkommen will. Auf jeden Fall wird irgendwo angefangen vorm Weg. Ist immer noch die Aufgabe, den Weg frei zu machen. Ja, wir sollen hier den Weg frei halten. Dafür bin ich definitiv quasi verpflichtet. Und ja, das ist so auch das Schwierigste, weil es so gegen meine Natur geht, da die Natur rauszureißen. Aber ich habe da so die Einstellung, ich mache das einfach für den Verein, um denen zu helfen, für sich die Ordnung zu finden. Ja, so habe ich das mir heute eingeordnet, um da so meinen inneren Widerstand zu überwinden. Ja, hier vorne sehe ich noch was. Denn im Keyhole-Beet gibt es auch nochmal Borage. Und ist auch noch gut besucht, wie ich gerade sehe. Ja, wunderschön der Garten. So, hier sind wir dann mal überall fertig. Und gehen mal in einen Bereich, und ich würde mal sagen, Richtung... Ja, werden hier gefuttert. Ja, hier sind Äpfel, auch noch gute zwischen tatsächlich. Da gehe ich dann nochmal sammeln, damit ihr es auch nochmal seht. Der sieht auch gut aus. Ja. Ein paar vereinzelte hängen hier auch noch. Hier haben wir auch noch die, ist das ach hier, Physalis. Das ist die Physalis, da kann man es gut erkennen. Ja, die wäre dann auch zu retten. Kappen und ab in den Blumentopf, habe ich mir sagen lassen. Durch den Winter dann in die Wohnung stellen und dann kommt das durch. Jo,
Also ich sehe hier auf jeden Fall noch ein paar schöne Äpfel. So sollte der eigentlich aussehen. Und da ist er auch schon fast ein bisschen überreif. Na gut, die Seite wiederum weniger. Guck mal, einen wunderbaren schönen Apfel gefunden. So geht das doch los. Ja, und den packe ich mir zur Seite. Oh, wir haben Besuch. Da ist ein Kätzchen unterwegs. Der braucht ja von mir keine Angst haben. Ich mache dann hier einfach mal weiter. Und das, was ich hier Schönes entdecken kann, das erfreut mein Herz. Denn wir haben hier jede Menge, das müsste doch Vogelmiere sein. Und Portulak. Und das sind die alten Radieschen. Hier könnte durchaus noch was Futterbares bei sein. Ja, doch noch ein bisschen was geworden. Ja, hier ist nichts weiter passiert, außer ja, Feldsalat hat es nicht geschafft. Alles andere stärker. Oh, jede Menge Portulaksalat. Ups, das war zu schnell. Mmh, der ist so lecker. Ja, und dann haben wir hier noch auch noch mal Fenchel. Und hier hatten wir, glaube ich, Lauch. Ne? Alles natürlich voll mit Konkurrenz. Und hier der Salat von der Anzucht aus dem Frühjahr. Ihr seht noch alles up to date. Der ist schon mal schön, das gefällt mir richtig gut. Jetzt sehe ich auch noch, was hier so wartet. Oh, da hängen noch Brombeeren, ich glaube es hier gar nicht. Da unten, also ein bisschen was zu naschen gibt es auf jeden Fall. Ja, die Hängematten und so, die sollen auf jeden Fall gesichert werden, damit das nicht schimmelt, bei so viel Regen. Ja, hier unten freimachen, sieht aber auch nicht so nach Drama aus, das hält sich in Grenzen. Überall Sensen, gar keine Frage. Aber es ist dann nachher ein Rutsch, wenn man dann mal anfängt, so Step by Step kriegt man das hin. Ja, Außenküche und so hat sich ja ziemlich klein gemacht. Mit einem kleinen Gasbrenner, diesem Campingkocher. Ja, hier überall frei machen, aber es sieht auch gut aus. Guck mal, also wir haben immer gut gemulcht. Und wir haben angefangen, ja auch diese kleinen Holzstückchen überall drauf zu schmeißen. Das bringt richtig was. Das zusammen dann mit Laub oder einem Teil, der da hinten rauskommt. Guck mal, da ist alles voll Laub, das ist alles super für eure Beete. Fahrt das nicht weg, haut das nicht auf den Kompost, packt das auf eure Beete. Macht euch keine doppelte Arbeit und schützt eure Beete über den Winter oder gebt ihnen Nährstoffe im Frühjahr oder beides. Ja, das ist doch eigentlich immer eine gute Sache. So, ich bin jetzt einmal rum bei der Geschichte. Hier ist jetzt nichts Wildes mehr. Hier kann ich zeigen nochmal die Bananenpflanze. Hier ist noch so ein Bereich. Jetzt gehe ich mit euch noch mal nach vorne in die Sonne und dann gibt es noch mal einen Schnelldurchlauf der Dinge, die da gemacht werden könnten, prioritätsmäßig. Ich versuche mich zusammenzureißen. Beet für Beet im Uhrzeigersinn fangen wir hier an. Bei der Geschichte gibt es rein gar nichts zu tun. Das Ding können wir in Ruhe lassen. Hier gibt es jede Menge Pflänzchen, die auf jeden Fall noch Daseinsberechtigung haben, bis sie durch sind. Ansonsten haben wir hier am Bodendeckern definitiv die Vogelmiere, die essbar ist, die werde ich auf jeden Fall nicht rausrupfen. Wunderbarer Salat, Physalispflanzen, so die ich retten könnte. Hier auf jeden Fall Handlungsbedarf, sonst macht sich die Quecke breit und frisst die ganzen Nährstoffe. Wir fahren das nach hinten irgendwie, damit wir es hier weg haben, aber dann sind die Nährstoffe weg. Also die wollen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr behalten, das wäre super. Dann haben wir hier noch einen Kohl, sehe ich gerade, aber ich weiß nicht so richtig welchen. Ja. Das hat mich auch abgelenkt. Es geht um die Beete. Also hier könnt ihr sehen, gewisse Bodendecker lassen. Grassoden würde ich immer rausziehen. Bei Quecker auf jeden Fall. Das kann echt brutal schwer sein, die nachher rauszukriegen. Ja, hier die Sachen, auch keine Priorität. Hier haben wir ja, Bodendecker, das lassen wir auch in Ruhe. Quecke könnte da am Rand raus, wo überall frei ist. Hier natürlich auch. Hätte jetzt keine Priorität. Also Physalis retten war eine gute Sache. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiges, was man machen könnte. Dann kommen wir zum nächsten Beet. Hier vorne schon gezeigt, Blühwiese lassen wir auch komplett in Ruhe. Ja, hier die Geschichte können wir auch erstmal komplett in Ruhe lassen. Das sieht nicht nach Drama aus. Ich glaube, das ergibt sich dann auch von alleine. So ist die Erfahrung, wenn man dann erstmal irgendwo eine Ecke schön hat. Dann macht man auch weiter, weil man sich das weiter schön macht. Und das ist auch so die Grundeinstellung. Ich schaue mir eine Ecke an, wie diese jetzt hier vor mir. Mal mir quasi vors innere Auge, wie es hier aussehen soll. Ich denke mir die Quecke weg. Ich denke hier an einen klaren Rand, an einen schönen Weg. Ich muss ja auch irgendwie noch mit dem Meer durchkommen. Da gibt es ein paar Huppel, die hätte ich gern glatt. Ja, und dann stelle ich mir hier eine schöne Vielzahl an verschiedenen Pflanzen vor. Dieses Jahr war es ein bisschen weniger, aber nächstes Jahr soll es ein bisschen mehr werden.
Und ja, Lemon Queen wird sich noch breit machen. Und dann wird hier so ein schmaler Weg durchgehen. Das ist quasi der Trick. Jetzt habe ich mir das in mein Unterbewusstsein gemeißelt, dieses Bild. Es ist da, es ist krass, das habe ich voll gar nicht gesehen. Guck mal hin. Wir haben hier noch Petersilie. Wie kann ich die nicht zeigen? Weil die ist das ganze Jahr nicht gekommen und die sieht jetzt tippitoppi aus. Oh, sehr gut. Ich werde Kartoffeln mitnehmen. Ja, Radieschen, Tomate. Ah, wunderbar. Thymian. Ergibt sich dann doch noch einiges im Moment. Und gerade so für über die Runden kommen ist das wichtig, Kartoffeln nicht nur alleine zu essen mit Salz und Butter, wie auch immer, sondern da irgendwie noch was zuzufinden. Und da passt das sehr gut rein mit der Petersilie. Das bringt mich jetzt gerade wirklich zum Lächeln. Dann die Geschichte hier mit dem Sensen, ne, die spreche ich jetzt noch einmal an. Gilt für den ganzen Garten, wird Step by Step passieren. Aber dann auch von alleine, wenn man dann erstmal ein paar Eckchen schön gemacht hat. Oh, das ist herrlich. Hier sehe ich gerade, hier war ich ja gerade gar nicht. Da darf ich nämlich noch mal ein bisschen blühende Radieschen entdecken. Mangold und jede Menge mehr Tomaten. Wow, also da werde ich mir mit dem Flo noch mal ein bisschen Ernte teilen. Tomaten und November, das nehmen wir doch gerne mit. Herrlich. Richtig gut. Also das freut mich. Hier so ein Beet, das könnte auch etwas früher frei. Ja. Hier möchte ich nicht durchlatschen. Ja, und die Geschichte, die braucht definitiv Zuwendung, sonst heißt das, wir machen uns das Leben sehr schwer für nächstes Jahr. Hier wartet, wie gesagt, auch noch ein Teil Ernte drin. Wir haben dieses Jahr bis, glaube ich, März, April, irgendwann haben wir immer noch mal was geerntet und haben sehr positive Erfahrungen gemacht. Ein Teil ist natürlich immer mal matschig oder weggefressen. Das liegt aber definitiv am Boden auch. Also wie ist der beschaffen? Ist das irgendwie fluffig oder eher zusammengedrückte Erde etc. pp. Das hat natürlich nachher alles Einfluss irgendwie da drauf, was dann aus dem Boden kommt. Aber es gab viele Stellen, haben wir rausgeholt, ohne dass was war. Also es geht durchaus gut aus. Und ja, deswegen, ja, das erhält mich gerade, weil das ist ein harter Monat wieder, was die ganzen Geschichten angeht. Und ich mag ja Rohkost und das habe ich ziemlich schleifen lassen. Ich glaube hier, wisst ihr was, das ist doch ein, das sind ja super Sachen. Krass, hier unten war schon abgeerntet, sind noch neue gekommen. Spannend. Ich wollte anfangen mit einem kleinen Rosenkohl, aber wirklich einen kleinen. Ich will einen kleinen hier von oben. Der will noch nicht. Der will nicht. Der kann nicht. Oh, jetzt. Guck mal, so sieht er aus. Super, super lecker. Und ich pull hier mal gerade mal nochmal den Rand ab. Nicht, dass ich da noch Tiere unter erwische. Ich habe mir jetzt mal die äußeren Blätter abgepult. Die liegen jetzt unten im Beet. Und ja, das ist eigentlich das, was ich ewig nicht gemacht habe. Und da steckt so viel Power drin. Also gerade beim Rosenkohl, den möchte ich in meinem Garten nicht mehr missen. Und der war so lange in meinem Leben, ja, etwas, was ich super ungern gegessen habe. Ich sehe gerade, das könnte ein bisschen knirschig werden. Nö, das sind nur so Farbstellen. So, ich glaube, da kann ich jetzt reinbeißen. Guck mal, wer mir da in die Kamera geflogen ist. Oh. Ich komme gar nicht klar. Guck mal, wer sich zu mir gesellt hat. Wir haben ja jetzt auch gleich zwei Exemplare, die sich hier schön sonnen. Ja, der Schatten kommt. Das soll es dann noch gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss, euer Lars und weg.